Hi, ich bin Dr. Bene. Ich habe hier meine 22 Raummeter Holz. Die liegen aber noch im Stämmen und sind noch kein Scheitholz und die Sonne blendet mich. Ich werde jetzt anfangen damit. Mal gucken, wie lange ich brauche. Ich schätze zwischen 40 und 50 Stunden für die 22 Raummeter. Wenn ich filme, dauert es natürlich ein bisschen länger. Deshalb werde ich euch immer nur Ausschnitte filmen. Ich habe hier oben meine GoPro installiert und mal gucken, ob wir damit schöne Bilder machen können. Als erstes werde ich jetzt anzeichnen. Die Stämme sind 3 Meter und ich will jetzt Meterstücke machen erstmal. So, Schnittschutzhose habe ich an, den Helm habe ich mit Gehörschutz. So, die hole ich mir gleich mit der Schubkarre dann nach hinten. Das hat doch schon mal gut geklappt. Die lege ich mir hier aufs Bein, dann kann man sie eigentlich ganz gut. So, dann reichen. Am Hühnerstall vorbei. Los. Und dann fahre ich mir das hier hin. Hier ist mein Hühnergehege. Die dürfen jetzt heute mal nur in den Gang. Läuft die Kamera noch? Die Kamera läuft tatsächlich noch. So, ihr seht, ich hatte schon eine ganze Menge Spaß mit dem Holz. Jetzt habe ich es mir hier hingelegt. Jetzt werde ich spalten. Aber zum Spalten brauche ich ja keine Motorsäge. Da kann ich endlich die dicke Schnittschutzhose ausziehen, weil es ist Mai und wir haben Temperaturen wie im Hochsommer. Ein Grund mehr, um auf erneuerbare Energien zu gehen und selber Scheitholz zu machen mit der Muskelkraft.
So Leute, ich habe mich umentschieden. Ich schwitze zwar, aber ich schwitze sowieso wie Sau. Und die Hühner wollen gerne wieder in ihr Gehege. Und das mache ich jetzt doch in der Schnittschutzhose weiter. Ich habe einen Spalthammer von Fiskars. Das ist quasi mein Arbeitsesel. Den benutze ich quasi für alles. Dann habe ich auch noch die Spaltaxt von Fiskars. Die kann man für Kleine benutzen oder wenn mein Sohn mal ran soll. Die geht für die Dicken, geht die nicht. Aber hier so einen kleinen würde ich wohl auch mit der Spaltaxt durchkriegen. Ich zeige euch mal beide, auch im Einsatz, ich das mache. Und ihr habt einen Affiliate-Link unten in der Videobeschreibung auf den Spalthammer und die Spaltaxt. Falls ihr die über Amazon kaufen wollt und über meinen Link einkauft, kriege ich eine minimale Vermittlungsprovision. Der Preis für euch ist aber haargenau der gleiche. Und die Geräte sind bei mir seit über 10 Jahren im Einsatz und halten. Der Ohrwurm des Tages, wer erkennt das Lied? And I never dreamed that I meet somebody like you. Link auf die schönste Version, wie ich finde, auch in der Videobeschreibung. So, das hier ist die Fiskars Spaltaxt, 10 Jahre alt. Die Spaltaxt, das Besondere ist, dass die hier so gebogen ist. Es kommt nicht darauf an, dass die besonders scharf ist. Die soll halt spalten und deshalb wird es hier halt dicker. Genau das gleiche beim Spalthammer, deutlich schwerer. Auch 10 Jahre alt. Benutze ich teilweise auch für andere Sachen, um die Pfosten fürs Hühnergehege reinzuhauen. Und der hat eben hier auch die gleiche Form, dass das Holz dann schön auseinanderbricht. Braucht quasi nur den ersten Impuls. Das hört sich doch gut an. Heute ist zu heiß. Für den Anfang reicht's. Meine Hühner wollen jetzt auch gucken, was hier los war. Wenn es kälter wird, mache ich weiter. Es wäre natürlich am einfachsten, das frisch zu spalten. Aber so ein paar Tage machen da überhaupt nichts. Dann kommt. Die Jungen dürfen jetzt auch raus. Zwei Tage später, es ist 10 Grad kühler und ich habe heute endlich geschafft, das restliche Holz wegzuspalten mit meinem Spalthammer. Ich hatte unterm letzten Video geschätzt, dass ich ungefähr 2 Stunden für einen Raummeter brauche, um ihn hierhin zu stapeln. Ich glaube, ein Forstarbeiter schafft es in einer Stunde. Ich habe jetzt gestoppt und mir das aufgeschrieben und ich habe jetzt 2,5 Stunden habe ich schon daran gearbeitet. Ich hatte hier aber den Platz, hatte ich natürlich vorher schon vorbereitet. Das zählt jetzt nicht in diese 2,5 Stunden. Ich habe jetzt aber hier das Eckgerüst habe ich schon relativ weit fertig. Das sind jetzt hier 1,30 Meter. Also das ist über einem Raummeter, den ich jetzt hier liegen habe. Da liegen auch noch Dreiecken, die ich nicht richtig gut spalten konnte. Also 40 Stunden würde ich jetzt nicht mehr wetten. Ich glaube, im Zeitmanagement sagt man auch mindestens noch mal die Hälfte drauf, wenn nicht sogar das Doppelte. Aber ich glaube, so in 60 bis 80 Stunden könnte ich fertig werden. Und das Spalten ging auch heute schon so viel einfacher als vorgestern. Ich habe den Dreh jetzt schon wieder viel besser raus. Ich werde euch auf dem Laufenden halten
Und wenn ihr die Anlieferung von dem Holz noch nicht gesehen habt, dann empfehle ich euch jetzt das Video hier oben. Also, macht's gut, euer Dr. Wehne. Wir sehen uns im nächsten Video.